Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Let's Show von der IMSCP-Reihe. Heute zeige ich euch, wie ihr einen Benutzer hinzufügen könnt, beziehungsweise eine Domain. Ich habe hier eine Domain, die habe ich jetzt genannt mydomain.ervu.de. Die linkt jetzt hier auf dieses Default-Verzeichnis. Ist zwar jetzt nicht allzu schön, dass da einfach das Apache 2 Default-Page-Ding kommt, aber naja. Kann man noch einstellen. Das ist das Control Panel. Wir sind auf der 1.3.5. Das ist die aktuellste Version. Und ich kann jetzt hier sagen, unter Benutzer sehe ich nichts. Außer den Admin-Nutzer. Um jetzt eine Domain hinzufügen zu können, muss man erstmal einen Reseller erstellen. Wie nennen wir den Reseller? Wir nennen den einfach mal Reseller 01. Wir können uns hier ein lustiges Passwort generieren oder wenn uns das zu unsicher ist, gehen wir einfach auf eine Passwortgenerierungsseite. Da kann man jetzt hier zum Beispiel verschiedene Sachen mit angeben. Es soll 23 Zeichen lang sein, nur drei Passwörter. Wenn man jetzt hier auf Passwort erstellen geht, dann hat man hier ein, ja, ziemlich sicheres Kennwort, meiner Meinung nach. Zack. Zack, eine E-Mail-Adresse, reseller dahin will ich, ervu.de. Ich möchte ihm diese IP-Adresse zuweisen. Der Reseller hat eine Domain, null Subdomain-Limits, null Aliase. Ein E-Mail-Konto, ein FTP, eine Datenbank, ein SQL-Benutzer und er hat nur 1 GB sowie 1 GB Speicher. Er bekommt das Support-System, er bekommt das Projektarchiv der Websoftware. Ne, er bekommt ein Software-Repo, den Software-Installer und einen PHP-Editor mit den Einstellungen. Mail kann er nicht bearbeiten, das kann er nicht, das und das kann er aber. Jetzt könnte man hier noch die Kundennummern angeben, ein Vorname, Nachname, Firm, oh, ist fast richtig gewesen. Anschrift, Adresse, Zusatz, Postleitzahl, Ort. Fast richtig. Bundesland, BND, keine Ahnung, Land 0 und da Fax. Ich hoffe, er prüft nicht richtig. Das Passwort darf nicht länger als 30 Zeichen sein. Oh, das ist natürlich auch gut. Es ist anscheinend zu gut gemacht. Wenn dann sowas kommt. Erstellen. Okay. Jetzt haben wir einen Reseller. Da können wir dann reinwechseln. Sehen jetzt hier auch, dass er nur eine Domain hat. Unbegrenzt davon. Bla 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 blub blub blub. 1 GB, 1 GB. Wir könnten jetzt Software hochladen. Ja. Brauchen wir aber nicht. Oder halt eben Software aus dem Repo holen. Jetzt können wir hier unter Kunden gehen und dann einen Kunden anlegen. Das ist jetzt www.mydomain.ervu.de. Es hat keine URL-Weiterleitung und es hat kein Ablaufdatum. Gehen wir zum nächsten Schritt. Da können wir jetzt auch nochmal Sachen angeben. 4, 1024, oder? Ja, doch. SQL-Benutzer 111. 512 100. Er hat eine PHP-Unterstützung, er kriegt den PHP-Editor, er hat ein CGI, er hat einen externen Mail-Server. Nein, er hat den Software-Installer, kann er machen. Er bekommt alle drei Backups, er bekommt einen Verzeichnisschutz und die PHP-Einstellung sagt er, das kann er bearbeiten. Ah ja. Gehen wir auf den nächsten Schritt, können jetzt hier noch mein Passwort uns ausdenken.
sagen, dass es das die E-Mail-Adresse ist. Dann haben wir ein admin at mydomain.eavu.de. Jetzt können wir noch mehr Kundennummern und alles angeben. Wer das möchte, kann das gerne machen. Ich muss. Es enthält ungültige Zeichen. Ist tatsächlich so komplex, dass es nicht nimmt. Okay. Jetzt wird das Ganze hinzugefügt bzw. erstellt. Jetzt hat er die auch drin und jetzt, wenn wir hier die Domain neu laden, dann sehen wir, dass die angelegt worden ist. Yay! Und damit hat man schon so eine Domain angelegt. Man könnte sich jetzt auf dem FTP einloggen. Das war's schon mal wieder von diesem kleinen Tutorial. Die sind recht kurz und knackig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!